Endlich habe ich es bekommen. When you buy experience points, gain an additional 3 experience. Das bedeutet, für 4 Gold kriegen wir 7 XP, oder? Ich werde es direkt testen. 4 Gold, 7 XP. Perfekt, das wollte ich immer schon mal spielen. Und dann können wir spielen. Was spielen wir dazu? Wir spielen dann. Tatsächlich spielen wir Astral, weil wir damit sehr, sehr viel Economy bauen können, ne? Wir gehen Astral, Loose Streak, würde ich sagen. Den Spear können wir erstmal auf Lux geben. Dann gehen wir erstmal Astral und auf Loose Streak. Das wollte ich immer schon mal haben, Leute. Ich wollte es immer schon mal haben. Was hat der Rest so? Also wenn die jetzt richtig krasse Combat-Arguments und so haben, bin ich halt weg, ne? Aber ich wollte das immer schon mal ausprobieren, das Ding. Gut, verlieren die erste Runde nicht mal. Ideal, Leute. Einfach ideal. Und wir sind auf 10 Gold. Perfekt. Perfekt. Perfekt, Level 2. Wladimir. Mage. Wir würden gerne einen Mage reintun, aber hier ist keiner, ne? Astral Swift Shot. I guess. Wir nehmen Twitch. Ne, wir nehmen Frontline. Wir nehmen Frontline. Wir gehen Gilde, weil das jedem HP gibt. Schurk ist, glaube ich, Master. Schurk ist Master, glaube ich, aktuell. Okay, das wird hart. Doppel Thieves Glove. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Einfach zu heftige Item Diff hier. Also, sie geben alle auf Wladimir, ne? Ja, das ist zu heftig Item Diff. Aber ist ja auch nicht so wild, weil wir wollen ja eigentlich nur losen erstmal, ne? Das heißt, er muss sowieso auf Windstreak gehen, weil er diese Thieves Glove hatte, zweimalige. Leichte Item Diff war gut, ja. Der hatte sogar noch Infinity Edge in der Backline. Celestial Blessing hat der. Astral. So. Ich will eigentlich nicht so viel AP verlieren, aber ich will eigentlich auch Gold haben, ne? Sollen wir noch einmal weitergehen, Leute? Da war das letzte Mal, dass wir vor 50 Gold gelevelt haben, okay? Aber jetzt Lose Streak, ja? Aber jetzt Lost Streak oder. Oder whatever. Ah, das sieht aus wie ein Lose. Ah, der hat doch noch eine Unit mehr, okay. Ah, das heißt, wir müssen theoretisch versuchen, auf Level 10 zu kommen. Hat sich nicht gelohnt übrigens mit dem Leveln. Wir brauchen Level 10. Das hätte ich auch gerne, aber ich glaube, das ist cooler. Das habe ich noch nie gespielt, wie gesagt. Und wir leveln halt dadurch fast doppelt so schnell hoch, ne? Du, du, du. Nomsi ist leider kein Mage. Shapeshifter. Silas wäre insane. Silas wäre richtig krass. Und weg ist er. Schade. Schokolade. Sylas wäre böse gut gewesen. Hätten wir für Sejuani reingepackt, hätten wir noch einen Tank gehabt. Drei Mages. Das wäre sehr stark. Okay. Rengo Schmengo. Darkflight. Es hat so gebockt mit Darkflight. Ne? Ich würde es gerne sofort wieder spielen. Überlege, ob ich es so mache, weil wir da mehr Star-Level haben, ne? Glaube ja. Wir machen es mal so, Doppel-Niederlee. Du bist der Tank. Du gehst hier hin. Wir lost-streaken eh. Das Einzige, was ich anstatt einem Typ reinstellen würde, wäre ein Mage, wenn wir den irgendwie bekommen. Er hat auch das Level-Up-Ding.
Los, meine Kätzchen. Wahres Ultimate. Sollte sie gewinnen eigentlich. Whoop. Goodbye. Mage. Idas. Astral 5, perfekt, würde ich sagen. Schlimmes Scale. Perfekt. Astral 5. So schnell haben wir es gemacht. Nice. Und jetzt brauchen wir, wie gesagt, sehr dringend einen Magier. Und ab 50 Gold würde ich wirklich alles in Level stecken. Vielleicht sogar. Immer wenn wir leveln können, leveln wir. Der hat Mage auf jeden Fall dabei. Bumm. 32 Gold. Wir haben sogar ein bisschen Windstreak gerade. Nicht viel, aber ein bisschen. So, gib mir meine Lootbox her. Kein Magier dabei, ne? Lootbox. Noch ein Lux, sehr gut. Wir könnten hier einmal leveln, weil wir kriegen ja 7 XP, ne? Ja, wir kriegen 7 XP. Shimmer Sky Bruiser. Vielleicht einen Jax reinpacken, wenn wir leveln sollten. Aber wenn, dann würden wir danach leveln. Wie gesagt. Ich würde gerne noch ein Mage-Item haben. Dann Chalice. Perfekt. Das kriegst du. Da ist ein Ruans. Das Ruans können wir theoretisch auf Varus geben, ne? Okay, es fehlt 1 XP. Also es bringt nichts zu leveln. 1 XP würde fehlen. Ein lümmeliges XP würde fehlen. Das heißt, wir bleiben auf 50. Und dann machen wir eventuell Dings rein. Wie viele haben denn Dings gerade? Lagune, Mage, Lagune, Prodigy. Wir sind der Einzige, der Astral-Units baut, ne? Der hat den Lümmel. Der ist aber Evoker diese Runde. Er macht aber trotzdem extrem viel Schaden, ne? Wir könnten sogar Nomsi spielen. Müssen wir jetzt zuschlagen. Naja, wir sind greedy. Machen wir es nicht. Better Together. Wir sind einfach so gierig. Wie kann man denn bitte so gierig sein wie wir? Wie kann man denn nur so gierig sein wie wir? Evoker. Wie kann man so gierig sein? Okay, wir müssen jetzt richtig schnell auf 10 pumpen. Ne? Wir kriegen super, super viel Gold, weil wir über 70 Gold sind. Und wir kriegen mehr Level. Das heißt, wir müssen jetzt richtig hoch pumpen. Aber damit haben wir die Chance, richtig hoch zu pumpen. Wir haben jetzt auch dreimal Mage. Das heißt, unsere Lux wird auch zweimal casten. Das hilft auch extrem. Das ist immer ein sehr, sehr guter Power Spike, wenn das passiert. Zack. Zack. Ja, die macht doch guten Damage. Yes. Gib ihm. Sehr gut. Und da wir Level 10 erreichen können, ne? Wir könnten theoretisch auch Full Dragon gehen. Oder Legendaries. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber kann man auf Level 10 alle Dragon, also 5 Dragons oder so spielen?
Evoker. Wir bleiben erstmal astral, oder? Guck mal, wie schnell wir leveln einfach. Das ist so unglaublich. Wir sind gleich Level 7 schon. Ich überlege. Evoker. Es hat kein Mage, ne? Ne, wir bleiben mal so erstmal. Der hat schon so. Was hat er gehabt? High Roller. Okay, das hat er reingehauen. Das verlieren wir, das ist aber nicht so wild. Da das nicht so wild, weil jetzt sind wir Level Up gleich. Zyra. Wir nehmen es mal mit. AP-Item. Eigentlich. Mana oder AP? Beides weg, ne? Ja. Attack Speed, wenn wir eventuell Zyra spielen sollten. Können wir die mit Ruans spielen und noch einen anderen Attack Speed Item? Da müssen wir mal Whisperer gehen. Dann bräuchten wir Pantheon. Wir bräuchten dann noch einen Pantheon. Ikarim. Du kommst erstmal rein. Und gönn dir mal. Die bringen mir eigentlich noch nichts hier drin, ne? Eigentlich können wir erstmal noch eine Runde einen Dings reintun. In das Strahlen. To be honest. Wir tun nochmal nach Strahlen rein und dann müssen wir überlegen. Wir könnten Evoker, Whisperer oder so spielen, aber wir haben leider keine Seraphine gerade, ne? Aua. Wenn ich Zyra nochmal castet, ist vorbei hier. Jetzt will ich auch eine Zyra haben. Die hat so geballert. Jetzt will ich auch eine Zyra. Whisperer. Evoker, Whisperer. Eine Dings wäre cool. Das nehmen wir erstmal mit. Noch ein Mage. Mystic. Ja, vielleicht spielen wir irgendwie Evoker Normsi oder so. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist, ehrlich gesagt. I don't know. Ist gerade wieder so eine super, super, super Testrunde, ne? Der sollte schon richtig insane sein. Also der ist schon für eine Xayah hier. Holy moly. Einzige, wie wir das gewinnen, dass unsere... Die Xayah ist ja schon absolut broken. Mit dem Ding wird ja auch niemals sterben, ne? Never ever. Mit dem Ding wird er auch niemals verlieren hier. Der braucht nur Frontline. Okay. Damit hat sich das gerade entschieden, ne? Würde ich sagen. Damit hat sich das gerade entschieden. Und den Sylas dazu. Es hat sich soeben entschieden, Leute. Wir brauchen Pantheon. Wir brauchen Mages, können wir noch ein bisschen drin lassen. So. Also, du darfst gehen, du darfst rein. Gönne den Heini. Du darfst raus. Du darfst rein. Kriegst das hier. Sylas darf auch rein. Und wenn wir jetzt noch dieses eine kriegen, dass wir, je mehr Trades wir haben, machen wir mehr Schaden.
Dann gute Nacht. So, der hat einen Twitch 3 da hinten. Die werde ich dann auf die andere Seite stellen. Der macht halt super viele Cast jetzt, ne, weil er Evoker ist. Na, wir verlieren es, weil seine ADCs super crazy sind, aber das ist, denke ich, der Plan jetzt, ja. Seraphine hatte ich nicht drin, ne? Ne, Seraphine hat noch gefehlt. Also, Stand United, Scoped Weapon, Thief's Glove. Oh mein Gott, das ist das, was ich wollte. Das ist das. Das ist genau das, was ich wollte, Leute. Genau das wollte ich doch. Genau das wollte ich doch haben. Also. Was packen wir noch rein? Mystic. Irgendwas für Mystic? Er ist schon drinne. Er ist das. Shapeshifter Lagoon Mystic. Wer ist Mystic von den Leuten? Er ist Mystic. Das heißt, wir können auch einen Mystiker reintun. Genau das Ding wollte ich haben. Weil wir so viele Trades anhaben mit diesem Setup. Dass wir eigentlich sehr, sehr viel Schaden machen sollten, oder? Schaut euch mal den Damage an. Bumm. Ah, doch nicht so viel. Damit könnten wir noch ein Ruans bauen, ein zweites. Ich glaube, das machen wir sogar. Für Zyra. Noch ein zweites Zyra Ruans. Und das Astral können wir sogar noch weiter chillen. So. Shapeshifter. Shyvana. Anstatt Astral behalten wir 3, wenn er draußen ist, richtig? Mages müssen wir noch bleiben. Ich würde gerne Shyvana spielen auf 10. Ich glaube, wir lassen ihn mal noch drinne. Wen habe ich gerade rausgekommen? Skarner, ne? Wir lassen ihn mal noch drinne. Vladimir können wir rausnehmen. Für Lilia. Also Vladimir für Lilia raus. Und wir spielen ja auch noch den. Wir versuchen ja auch noch Pantheon zu spielen, ne? Der hat mich gut weggeschrotet. Es geht gerade zu viel ab hier. Du. Also wir sind Platz Dings. Wir brauchen eine Morellus oder so. Oder eine Zoe. Wäre auch krass. Glaube ich, wir eine Zoe haben. Zoe anstatt Dings. Anstatt Lux, ja. Wir machen Zoe anstatt Lux, würde ich sagen. So, Zoe anstatt Lux. Zack. Noch ein Meiderin mehr. Dann könnten wir leveln. Da ist der Pantheon. Pantheon anstatt Skarner? Nee. Da verlieren wir. Da verlieren wir auch. Ragewing Dragon. Ragewing haben wir nicht im Team, ne? Vielleicht wollen wir Shyvana gar nicht, aber wir wollen eigentlich ihn hier haben. Mystic. Also, Lux brauchen wir nicht mehr. Skarner war Bruiser, ne? Go, Nomsi! Go, Nomsi! Nomsi! Spuck nicht den an, spuck den an! Nice, ist guter Spucker. Mystic. Mehr dein Gold gefehlt gerade. Der ist auch noch ein Bruiser. Wir können auch ihn spielen anstatt Dings. Der hat immer noch die Bruiser. Und es ist ein Wisp, den brauchen wir sogar. Das ist sogar der Play hier. Tatsächlich. So, wir brauchen 56. Das machen wir sogar. So. Zack.
immer noch an. Astral ist weg. Das heißt, ihn können wir rausschmeißen. Können wir noch nicht, weil wir brauchen einen Magier für ihn. Wir können jetzt aber 6 Whisper spielen. Das heißt, Pantheon muss unbedingt rein. Anstatt wem, ist die Frage. Die wird die Backline jetzt richtig schroden hier. Zack. Sehr guter Stun. Into Bombe. Frage ist, wen machen wir rein anstatt Pantheon? Für Pantheon. Nidalee, true. True. Ja, hallo Curry. Nidalee, hast recht. Das ist, also, ich habe das noch nie gezockt. Ich versuche so viele Trades gerade wie möglich zu machen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir brauchen Items für... Ich werde einfach Mage-Items versuchen. Auch okay, ne? Für den hier. Ich werde eigentlich Items für... Ich brauche Mage-Items. Keine Ahnung, nichts bekommen. So. Weg, weg. So, raus. Du gehst rein für Nidalee. Nidalee ist weg. Der ist weg. Den haben wir noch drinne. Den wollen wir aber nicht mehr haben. Statt ihn tun wir mal ihn rein. Ich packe auf dich noch einen Ginsus. Nomsi wird ballern mit dem Hextech. Guck mal den hier. Ich glaube, das ist erstmal so in Ordnung. Nice. Wir sind at Level 10, ne? Auch von der Shyvana habe ich ein bisschen Bammel. Die brät uns hier weg. Stimmt, Bart sind auch noch 2 Trades, ja. Das stimmt. Die Shyvana brät uns gut weg hier. Stimmt, Bart wäre auch noch gut. Aber wen spielen wir anstatt... Weißt du, wen packen wir da rein? Ist die Frage. Bart ist ja kein Mage. Mage müssen wir aber auch nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Wir müssen nicht mehr unbedingt Mage haben, wenn ich so dran denke. Das lock ich mal kurz. Guter Laser. Horts haben wir den zerfeuert. Uff. Doppelte Prismatik ist immer schwierig, ja. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ist alles so durcheinander hier. So, Pantheon wird aber da bleiben. Da ist der Bart. Wir können Bart anstatt Lilia spielen. Weil der bringt uns nur das Mage-Ding. Das ist halt ein Doppelcast für Zoe, ne? Ansonsten ist es Gilde. Mystik hätten wir. Und Bart. Ja, wir nehmen Bart. Komm. Können wir gar nicht. Ich habe geintet. Ich habe geintet. Wir nehmen trotzdem Bart. Ist egal mit Sylas. Das wird schon. Wird schon werden. Wir können das auch immer noch ein bisschen umstellen. Wenn, dann müssen wir Whisperers kleiner machen. Wir müssen irgendwie vielleicht Whisperers kleiner machen. Was für ein Trade kann ich mir besorgen? Mystic Trade. Insane. Wir machen das komplett anders. Wir spielen Soraka mit einem Mystic Trade. Und spielen nicht mehr Bart. Und machen anstatt Bart wieder einen Mage rein. Weil dann haben wir Mystic 2.
Mystic 2. Und wir können wieder einen Mage reinpacken. Irgendein. Lilia ist wieder da. Und wieder ein Mage rein. Zack. Warte, können wir nicht. Wir können Soraka rausnehmen. Und den so machen. So meine ich das. Sorry. Wir machen das so. Zack. So wollte ich es machen. Ja, so macht Sinn. Alles klar. Dann nehme ich einen Item Remover und nehme das Ding von Zoe runter. Pack das Ding von Zoe auf Dings für den Sunfire Cape. Glaube, das sieht sehr, sehr gut aus so. Meine Zyra ist halt auch insane, ne? Mit dem Attack Speed. Da ist wieder die Shyvana. Mach die Shyvana weg, Leute. Good job. So. Dann machen wir den Sunfire Cape auf Idas drauf. Ist das Idas? Wir sind Top 4, ich bin sehr happy. Siphon ist das. Siphon. Kämpfen gegen ihn, ne? Kann ich die ein bisschen splitten? Ich hoffe, wir überleben noch eine Runde. Ich glaube, es war okay, dass der hier steht, weil der jetzt nicht mehr so getroffen wird von dem ganzen AOE hier. Insane, die Bart-Ulti hat nicht getroffen. Shyvana ist gruselig, aber die flamet gerade nicht unbedingt in die Mainline rein. Guter Stun-Backline. Das ist insane. Den haben wir ja so geschrotet. Oder? Haben wir ihn geschrotet? Ja, nice. Goodbye. Top 3, Leute. Insane. So. Wir können, glaube ich, nichts mehr machen. Naja, wir können nur noch rollen. Das ist ein gutes Item für Seifen, würde ich sagen. Oder für Sylas. Shapeshifter habe ich nicht mehr, ne? Nee. Wir können leider nichts machen. Wir können nur noch rollen. Aber für was könnten wir rollen, ist die Frage. Wir könnten rollen für Lilia 2. Im Endeffekt. Und das Ding kommt auf Seifen, weil er lang genug überleben wird, glaube ich. Wir können nur für Lilia 2 rollen. Seifen oder Sylas? Sylas würde schneller ulten, Seifen aber auch. Welche Ulti ist besser, Seifen oder Sylas? Ist die Frage. So, und jetzt rollen wir für Lilia 2. Lilia 2. Komm herbei. Warte mal, was baut der? Können wir ihm was wegrollen? Ich habe jetzt nicht geschaut, gegen wen ich spiele, RIP. Oh oh. Bomb die weg! Nice. Holy, ich mache einfach so viel Schaden. Leute. Ich mache so insane viel Schaden. Ich bin halt Level 10. Das ist auch noch ein riesiger Vorteil, ne? Die anderen sind halt alle Level 9 maximal. Der ist Level 8, Leute. Ich bin Level 10. Lulu ist von Nomsi. Das heißt, wenn ich Nomsi nicht spiele, ist Lulu nicht da. Ja. Lulu gehört mit zu Nomsi. Den kriegst du gratis oben drauf. Was baut der? Xayas. Der wird aber keine Xayas mehr zusammenbekommen. Xayas nehme ich ihm weg. Xayas wegnehmen. Also so, dass er keine Avid Xayas 3 versuchen zu kriegen, aber den nehme ich halt weg dann, ne? Aber dieses Trade, Better Together, as Stand United, mit den ganzen Trades ist halt... Ne? Guckt euch den Aoin da richtig krass rein. Der lebt noch, sehr, sehr gut. Fährt richtig rein. Macht super viel Damage. Bumm. So, wir rollen einfach runter hier. Graves. Sylas. Könnten Pantheon 3 bekommen, wenn wir glücklich lucky sind. Wie sieht es bei ihm aus? Level 9 ist er jetzt gekommen. Aber was spielt er auf Level 9? Kann er noch was reinnehmen? Der muss halt mehr Drachen. Der hat die Drachen. Okay.
Okay, seine Backline ist richtig voll. Das heißt, meine Xayah sollte jetzt richtig in die Backline feuern. Oder? Vier Leute in der Backline? Ja. Holy moly, der Xayah-Damage in der Backline, ne? Guter Spell hier von Lulu. Hat den links gefloppt. GG. GGWP. Das war, ich habe das erste Mal, dass ich dieses Augment bekommen habe und es hat direkt gebockt. Extrem cooles Augment mit Level 10. GG's.